Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal wünschte ich mir das. Einen, der für mich sorgt, der mir den rechten Weg zeigt und mich unbeschadet durch Gefahren führt. Einen, der meinen Durst nach Leben stillt und nach mir sucht, wenn ich verloren gehe. Jesus, der gute Hirte, steht heute im Zentrum dieses Sonntages, des zweiten nach Ostern, der den Namen Misericordias Domini trägt. Das Urbild des Schäfers spricht wohl alle Menschen an. Das Neue Testament bekennt Christus als den guten Hirten, der das Verlorene nicht aufgibt und der sein Leben für das ihm Anvertraute lässt. Jeder Einzelne zählt. Die biblischen Texte für den heutigen Sonntag warnen aber auch vor schlechten Hirten, die nur an ihr eigenes Wohl denken, bei Gefahr davonlaufen und das Schwache nicht stärken. Da gilt es, sich an den guten Hirten zu halten und nach seinem Beispiel selbst auf andere zu achten. Und auch der Wochenspruch für die heute beginnende Woche erzählt von diesem Hirten. Er lautet: Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Geschrieben bei Johannes im 10. Kapitel. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns nun für diese gemeinsame Stunde hören, beten und darüber nachdenken, ob und wo mir in meinem Leben dieser gute Hirte vielleicht begegnet. Und vielleicht entdecke ich ja auch, wo ich selbst ein guter Hirte für andere bin oder vielleicht werden kann. Und auch diesen Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Manche Menschen geben sie stark und sind doch schwach, wenn es darauf ankommt. Manche können nur stark sein, wenn wir schwach bleiben. Andere wirken schwach, aber haben eine echte Stärke in sich. Wer ist gut für uns? Das fragt sich auch die Gemeinde, ein Verfasser des ersten Petrusbriefes schrieb. Hören wir daraus. Ehre sei dir, Herr. Und eben dazu hat er euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, brach er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zurecht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf dem rechten Weg zurückgekehrt.
herausfordernd. Und was machen Sie so? Eine bewusste Pause. Beruflich. Ich, fragt die andere. Augenblicklich läuft vielleicht vor unseren Augen ein Film ab und auch sicherlich bei diesen beiden Damen läuft ein Film ab. Den Film der Unterkühlten können wir nur ahnen. Sie will zeigen, dass die andere nicht in ihrer Liga spielt. Sie will sie vorführen und lamieren. Der Film der anderen zeigt derweil, was sie alles ist. Chauffeurin für Kind und Kegel. Köchin, die leichter Hand mit liebevollem Frühstück, Pausen, Broten und warmen Mahlzeiten versorgt. Mediatorin für die lieben Kleinen. Die Perle, die den Haushalt in Ordnung hält. Detektivin, die aufstöbert, was die anderen verloren haben. Krankenschwester, die Wunden versorgt und Tränen trocknet. Psychiaterin, zu der man sich gern auf die Couch schmeißt und sich geborgen fühlt. Kurz, sie ist Mutter und Hausfrau. Ich, sagt sie dann am Ende dieses kleinen Films, ich führe ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Werbung. Man kann zu Recht kritisch hinterfragen, welches Frauenbild dort vielleicht propagiert wird. Die moderne Familienmanagerin steht natürlich gerne hinter mir, putzt mit Freude den anderen den Dreck weg oder findet mit Vorliebe die Sachen, die andere verschludert haben. Die technischen Kobolde des Herstellers, denn für die wird ja nun schließlich da geworben, machen es ihr ja auch leicht. So ist sie mit links das geborene Mädchen für alles. Immer für die anderen da. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Buch des Propheten Hesekiel, aus dem der heutige Predigttext stammt, führt uns in die letzten Jahre des Königreichs Juda. Im großen Nachbarstaat Babylon regiert König Nebukadnezar. Er will den ganzen vorderen Orient unter seine Kontrolle bringen. Dagegen versuchen sich die kleinen Nachbarn zu wehren. Aber Nebukadnezar ist stärker. Er zwingt weite Teile des Landes und auch Jerusalem zur Kapitulation und lässt einen Großteil der gesellschaftlichen Oberschicht in die Verbannung führen, in das babylonische Exil. Unter diesen Deportierten ist auch Hesekiel. Er wurde im Exil zum Propheten berufen und wirkt dort unter seinen Landsleuten. Zunächst wendet er sich gegen alle trügerische Hoffnung der Verbannten, sie könnten mit baldiger Heimkehr rechnen. Dann will er die Verzweifelten aufrichten und trösten und will sie auf das rettende Eingreifen Gottes vorbereiten. Denn Hesekiel weiß, Gott ist frei in seinem Handeln, er lässt sich nicht erbitten. Er handelt um seiner eigenen Ehre willen gnädig und nimmt sich seines Volkes an. Offenbar zieht Hesekiel mit seinen Prophezeiungen viele Schaulustige an. Aber kaum sind sie vorbei, erlischt auch das Interesse an der Botschaft. Die Leute hören die Worte wohl, allein es fehlt an Taten, sie umzusetzen. Dem Schein nach suchen die Verwandten Gottes Weisung. Da geht man eben zum Propheten. Aber mit ihren Gedanken sind sie doch nur bei ihren eigenen Geschäften. Die anderen? Mir doch egal. Hesekiel sieht sich immer und immer
falschen Film. Was hier abläuft, das ist nicht gut. Die schlimme Situation im Exil, sie ist, wie sie ist. Aber dass die Führenden, die eigenen Leute so gleichgültig sind, das geht doch gar nicht. Er muss ganz offensichtlich deutlicher werden. Er rechnet ab. Er spricht von Hirten. Gemeint sind die Könige. Und Hirte ist eigentlich ein Ehrentitel für sie. Hesekiel rechnet mit dem ganzen heuchlerischen Königtum und allen den Oberschichtanführern ab, die sich nur um sich selber drehen, statt fürsorglich um die Menschen zu kümmern, für die sie da sein sollen. Und er spricht mit der Stimme Gottes. So wahr ich lebe, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, weil sie keinen Hirten mehr haben und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragen, sondern sich nur selbst weideten. Darum will ich an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen. Ich will meine Schafe erretten. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Der Fisch stinkt immer vom Kopf, so sagt man. Genauso sieht Hesekiel wohl das ganz offensichtlich auch. Weil die Führung versagt, ist das Volk durcheinander und weiß nicht mehr, wohin es gehört und auf wen es hören soll. Und da wir Menschen ja gerne so ein Kopfkino für uns in Gang setzen, läuft vor meinem inneren Auge schon ganz schnell ein ganz anderer Film ab. Die Erinnerung an das reale Geschehen im Juni 2020. Mitten in der Corona-Krise in Amerika. Weltweit haben die USA die meisten Corona-Erkrankten und zu dem Zeitpunkt schon mehr als 100.000 Tote. Damit nicht genug. In Minneapolis kommt George Floyd bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz ums Leben. Ein Afroamerikaner, gerade einmal 46 Jahre alt. Der Einsatz löst Proteste und Unruhen aus. Und der Präsident? Demonstrativ geht er in die Kirche. Posiert großspurig mit einer Bibel in der Hand, er inszeniert sich als großer Retter und als Herr der Lage. Aber sein grotesker Auftritt spaltet die Gesellschaft nur weiter. Je düsterer die Lage, desto mehr stößt die Selbstbezogenheit des Präsidenten aus. Wehe den Hirten, die sich selber dann sehe ich uns, hier zusammen im Gottesdienst oder nachher vor der Tür. Stellen Sie sich doch einmal vor, wie wir miteinander im Gespräch sind und da würde er auftauchen, der Prophet Hesekiel, und uns kritisch mustern. Und, was machen Sie so für Gott? Spielen wir tatsächlich in seiner Liga? Sind wir dann im richtigen Film? Selbstkritisch müssen wir uns von Hesekiel fragen lassen, ob wir vielleicht nicht auch zu denen gehören, die im Grunde nur halben Herzens hier sind, im Gottesdienst und in der Gemeinde. Ob wir den Gottesdienst nicht auch eher als Teil einer christlichen Tradition wahrnehmen, aber seine Weisung und seine Botschaft womöglich alltags ignorieren? Stärken wir tatsächlich das Schwache? Suchen wir das Verlorene? Heilen wir das Kranke und verbinden wir das Verwundete? Wirklich? Wie erfolgreich ist das christliche Unternehmen, in dem wir doch weltweit gemeinsam stehen und arbeiten? Die Frage geht hier nicht nur an die Oberhirten. Ja, sie tragen Verantwortung
Und es zeigt sich vielleicht eine gewisse Führungsschwäche. Aber im christlichen Glauben steht jede und jeder doch auch für sich selbst in der Verantwortung. Dazu sind wir alle miteinander mündig und bevollmächtigt. Dafür gibt uns Gott Tag für Tag sein Wort und schenkt uns seinen Segen. Denn er ist der gute Hirte, der sich seiner Herde annimmt und sie führt, dorthin, wo es gute Weiden gibt, in den Tälern und an allen Plätzen. Und wenn wir uns dabei verletzen, wird er uns verbinden. Wenn wir uns auf den Weg verirren, wird er uns suchen. Wenn unsere Kräfte nachlassen, wird er uns stärken. Und die stark sind, wird er hüten. Alles, weil wir Gottes Schäflein sind, seine Herde, die er liebt und die er braucht. In allen Teilen des Landes, in allen Teilen der Welt, alle seine Menschenkinder. Darum hört des Herrn Wort, wie ein Hirte seine Schafe sucht, so will ich meine Schafe suchen, und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren. Ich will sie führen und weiden. Der gute Hirte buxiert nicht einfach von A nach B. Er führt. Und er geht selbst dabei immer hinter seiner Herde. Wegweisend durch Rückendeckung. Gott findet, was verloren schien. Er sorgt und ernährt seine Lieben von morgens früh bis abends spät. Er sieht unseren Streit und unsere Kämpfe, aber er stiftet immer wieder zur Versöhnung an. Und er schwingt den Besen, wenn wir beim Hausputz unserer Seelen einmal so richtig durchfegen wollen. Gott nimmt dich fest in seine Arme, wiegt dich auf dem Schoß. Er vermag zu trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Du Menschenkind, Weissage gegen alle selbstverliebten und verführerischen Hirten da draußen. Lass dich nicht von denen verleiten, die nur selbst sich selbst und selbstverliebt zur Schau stellen. Nimm deine Verantwortung wahr. Schaue auf die anderen und kümmere dich um sie, wenn es nötig ist. Lass dir selber helfen, wenn du allein nicht weiterkommst. Nur zusammen sind wir noch stark. Als Menschen, die Gottes Geist in sich tragen, die seine Rechte halten und ihm folgen, den guten Hirten. Denn wir sollen seine Herde sein, sein Volk, das er sicher durch die Zeit führt. Und er will unser Hirte sein. Und zusammen mit Gott im Rücken können wir Verwirrte zurückbringen und auch Verirrte nicht verwirrt. Verwundete verbinden, Schwache stärken und was stark ist, behüten. Wie wir das machen. Als Teil in einem sehr erfolgreichen, aber tatsächlich auch weltumspannenden Familienunternehmen. Als Teil einer christlichen Gemeinschaft. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und er
und schenke dir immer wieder neu von seinem.